Ja, hallo und herzlich willkommen zu Ashen. Das ist mein neues Projekt. Das ist ein Souls-like-Game. Ja. Ich drücke einfach mal Enter. Und ich würde einfach. Ich habe hier schon mal kurz angefangen. Also, ich habe mal reingeguckt. Ich habe eigentlich mal eine Testaufnahme gemacht, so 15 Minuten. Nur um zu gucken, wie der Sound und so ist. Ja, aber würde ich sagen, dann fange ich gleich an. Rede hier nicht groß rum. So, jetzt sind wir in der Charakterstellung. Ich mache hier einfach einen männlichen Dude, also nicht viel. Ich habe beim letzten Mal den Vagabunden genommen. Testweise. Unordentlich. Oh, den Peter. Ach komm, ich nehme wieder den Vagabunden. Gesichtsbehaarung, nehme ich den Ritter. Haarfarbe, der weiß. Hautfarbe, der wird bleich. Akzeptieren. Komm, das Intro, das ein bisschen laut ist. Damit ihr das wisst. Annapurna Interactive presents. A44. Oh, a game by. Among the stars, the ashen fly. Beneath, the nine realms move among the tree of world's many branches. Proudly standing upon the darkness, its roots delving into caverns where light will never venture. It was when a single great ashen flew down to rest upon her boughs that the light woke among the realms. After eons, the great ashen grew weak with age and fell from the tree of worlds, resting upon the plains of darkness, drawing what few breaths remained. In the throes of death, the light dimmed, and the ashen's final three breaths became the three golden ages of light. The first age saw three creatures of the dark plains rise above all others. The Elder Dark fed upon the light and thrived. The second marked the coming of the Listener Matriarchs, titans who revered the light. The third breath was the Age of Man. Geffen's children. When the final breath ended, there would be a time of darkness. In that black age, the cities of man fell into ruin, toppled by war and emptied by pestilence and famine. Proud Lathyrus drowned beneath the ash. Okay, ich will das aber abruptes Ende. Ich mag das nicht. Und ich mag das eher mal, wenn es ausklingt, aber wenn es abrupt aufhört, wie bei Liedern. From dust to flesh, from darkness to radiance. Soon the ashen will be reborn from the ruins of its old body, and a new age of light will begin. I served the ashen long ago, a guardian to its waning light, even though it broke me with its brilliance. Now, look to the mountain peak, for that is where fresh hope blooms. The ashen is reborn. Behold the first glimmer of the light that will sweep the darkness from these plains. Ich kaue übrigens Kaugummi, also wenn man da was hört, bin ein bisschen nah am Mikro dran. Okay, ich glaube, ich muss nach da hinten gehen. The cliffs ahead should provide a good vantage point. Beware, the rebirth of the ashen will be violent. Okay. Was ist hier?
Oder sterbe ich hier, wenn ich da... Oh, da hinten ist was. Knochenspeer. Knochen der Erde. Flieh. Okay. Not safe, not safe, never safe. Nicht sicher, nicht sicher. Niemals sicher. Wir brauchen das Knochenbeil, eine Axt aus Knochen, primitiv und doch brutal. Ich glaube aber, dass meine Keule, hier besser ist. Oh, ich komme da gar nicht lang. Ja, gut. Ein Plankenschild, ein solides Werk aus Holz und Blech. Hartholz. Finde die richtigen Bergungen und du kannst dein eigenes Leben zurückfordern. Plankenschild, Abwehr. Was war das? Ah, das ist für den Multiplayer. Sollte ich jetzt aufhören, da mal auf den Sachen rumzudrücken. Oh, sehr gut. Äpfelgrille. Ich weiß nicht, was das ist. Aber es ist auf jeden Fall da. Was diese Viecher da sind, weiß ich auch nicht. Weißes Apote. Guck mal, ein weißes Apote. Ah, da komme ich zum Ashen. Okay. Dass ich den Flakmaschild noch nicht ausrüsten kann, das ist mir aber neu. Vorne ist der Dude, der mit mir dahergekommen ist. Nochmal eine Apfelgrille. There are those that thrive in perpetual night and would extinguish these fledgling rays. We must find the Ashen and protect it from the Elder Dark. Ashen.
Ja. Erstmal runtergefallen. Sollte das von Tee auf jeden Fall wegtun. Sonst drücke ich da noch mehrfach drauf. What a sight. Our world once more bathed in ashen light. You have felt the power of the ashen and survived. We will need that strength of yours. The Ashen is still a sleeping child, vulnerable. We must wake it from its slumber. Before we begin our journey, we must bind your spirit to a ritual stone. If misadventure takes you, the stone will act as a beacon from beyond Death's Veil. There's a ritual stone nearby, in the district called Vagrant's Rest. But I will need my hammer and spark to awaken it. You must find them. Okay. Hammer und Feuerstab. Okay, Escape, um die Karte zu öffnen. So, also ich habe jetzt meine, mein Schild ausgepackt. Ruf jetzt den Typen nochmal her. Komm mal zu mir. Folge Jockel, okay. Bartarans Hammer and Spark. Most likely the Vagrants have them. They're thieves and scavengers. They'll steal anything that's not chained down. Okay. Wer ist einer davon? Nicht so gut funktioniert. Ach, ich muss da auf Dings drücken. Ich kann. Jetzt muss ich die Einstellung nochmal umändern. Okay, dann habe ich jetzt auf Shift. Weiß das Abote? So. Kann ich da auch rennen? Um sich mit einem Speer auszurüsten. Ostgegenstand, okay. Ein geschätzter weißes Apote macht einen erholsamen Mahlzeit und ist ideales Futter für die Genesung noch am Kampf. Und immer du sie findest, in dieser ledrigen Haut ist ein schwammiger Kern aus lebensrettendem Fleisch. Voll. Ah. Okay. Bächlein.
Über ganzen Ruheplatz. Oh, da unten ist auch noch mal einer. Der hat sogar. Was ist das? Der hat ein Schild. Braucht eine Menge Ausdauer. Was ist das denn? Autsch. Fuck man, das Ding macht aber mega Damage. Jockel hat's erwischt. Verdammt. Ha. Einweihungsfeier. Okay. Jockel. Steh wieder auf. Was ist das? Das ist 2 maximale Ausdauer. Oh, weiße Eschenfeder bekommen. Interessant. Kleiner Scoria-Menge, ein kleiner Sack mit alten latirischen Reichtümern, okay. Drücke ab, um einen Speer zu ziehen. Ah! Okay. Aber ganz ein Ruheplatz. Muss ich da noch dran gewöhnen, dass ich mit Shift springe. Vielleicht stelle ich es nachher auch nochmal um, ich bin mir noch nicht sicher. Au. Und tot. Auch Speerspitze. Der Kopf eines gebrochenen Speers in einem neuen verwandelt werden kann. Okay, cool. Cool, cool. So. Ich glaube, ich lasse es jetzt erstmal so. Das Springen auf Leertaste ist unser